Willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Das gelobte Land. Wir haben die Aufgabe, ein Laboratorium zu bauen und Kanonen aus der alten Welt zu kaufen. Ich muss mal gerade gucken, wo wir dran waren. Ah, das Schiff, das kommt jetzt gleich zurück. Ah, da ist es. Und, wir können gerade Eisenerz verkaufen und Kanonen kosten 150 Kronen. Das heißt, ich sollte mal gucken, dass ich noch ein paar Leute Eisenerz abbauen lasse. Wen haben wir denn da? Du baust Nägel. Dann helf doch mal beim Eisenerzabbau. Brauchen die Kronen nämlich. So, was machst du? Baut Steine ab. Ah, Moment, die war das doch, die das... Nee. War nicht das, die da, die das hasst. Aber egal. Ah, du hast Hunger. So, einmal hier zum Essen. Und Ingrid muss auch mal helfen, weil wir verdienen damit gleich uns Kronen. Und die Kronen brauchen wir, damit es weitergeht. Nämlich für das, für die Kanonen. Da erzählt er mir wieder, ich brauche die Kolonisten nicht zu ziehen. Über so lange Strecken. So. Ingrid, du hast doch eh gleich Hunger. Geh doch mal was essen. So. Jenny hat auch Hunger. Boah, die sind ja alle so ausgehungert. Ist ja schrecklich. Ja, noch jemand. Weil es kein Platz mehr am Tisch. So. Patrick, ziehen wir dann mal. So. Sandra müsste eigentlich gleich was wegtragen oder trägt der Patrick es weg, Sandra? So. Die Maus von Chris geht mir zu schnell. So. Das dauert ja nur so und so lange. Also man kann nur so und so lange das Eisenerz dann ja, abgeben für den höheren Preis. So. Deswegen beeilen wir uns da jetzt gerade mal. Wenn die gleich sagen, so ja, jetzt nur noch so und so lange, dann, oh. Ja, dann quatscht halt. Eigentlich solltest du das Eisenerz abgeben, aber gut. Dann, werden wir das abgeben. Können wir schon mal gucken, wie viel das wäre. 45 Kronen, das ist immer noch nicht, besonders viel. Wir brauchen mehr Kronen. Und da ist jemand wieder sehr zufrieden. Das ist doch schön. So, Sandra, weiter geht's. Jenny ist auch fleißig am Arbeiten, aber auch bald unzufrieden. So, und die... Ja, war das hier nochmal? Die Manuela. Ach, Tatsache, die ist gerade Bauarbeiter geworden. Habt ihr es gesehen? Oder war sie gerade schon? Habe ich jetzt nicht genau gesehen. So, schön. So sieht eine weibliche Bauarbeiterin aus. Das wusste ich auch noch nicht, weil bisher habe ich nur männliche Bauarbeiter gehabt. So. Jenny. Ingrid mal von ihrer Last befreien. So. Patrick. Noch schneller. So. Wir brauchen immerhin 150 Kronen und das sind ja schon jede Menge. So. Wie viel würden wir jetzt kriegen? 80. Ha! Das ist schon mal etwas mehr. 150 Kronen brauchen wir. Also weiter. Akkordabbau. Muss natürlich noch ein paar für andere Sachen übrig lassen. Aber ich hoffe mal, dass wir es jetzt noch schaffen in der Zeit. Weil die Kronen kriegt man halt immer nur für diese bestimmte Ressource. Also nicht für alles. Habt ihr ja schon gesehen, habe ich bestimmt letztes Mal schon erzählt. So.
ihre Zöpfe hängen, wenn ihr das schleppt. So. Patrick. Huch. Gratulation, das Laboratorium ist fertig und bereit für die Arbeit, die unser Wissen erweitern wird. Ich empfehle zuerst, die lokale Umgebung zu erforschen. Wir müssen wissen, wie man neue Pflanzen anbaut und neue Krankheiten bekämpft. Zuerst die lokale Umgebung zu erforschen, okay. Patrick hoch. Sandra. Runterbeamen. Jenny. Und der armen Ingrid. Wieder den Kram abnehmen. So. Wir müssen gleich mal gucken, wie wir sie dann neu einteilen. Wie gesagt, wir machen jetzt hier gerade hoch. Akkordarbeit, dass wir genug Kronen bekommen, dass wir weitermachen können mit den Aufgaben. So, da ist es. Die bleiben nicht ewig so. Jetzt nämlich nur noch 30 Sekunden. Und in der Zeit muss ich sie dann auch verkaufen. Oh, das ist ja wohl nicht wahr. Komm, läuft einer noch schnell dahin? Einer, schnell. Schnell! Schnell! Sechs, fünf. Das war mir jetzt zu knapp. Oh. In diesem neuen Land begegnen wir nicht nur neuen Wundern und Reichtum, sondern auch neuen Gefahren und Krankheiten. Um ihnen zu begegnen, müssen wir ein Krankenhaus bauen. Okay, so, jetzt haben wir eine neue Aufgabe, bau ein Krankenhaus. Ingrid werde ich jetzt hier wieder dem Feld zuteilen. So, dann haben wir hier die Jenny. Die mag arbeiten in der Schmiede. Hat sie jetzt auch wieder in die Schmiede eingesetzt. Und der Patrick, war das nicht unser Schätzesuchender etwas? Irgendwen hatten wir auch noch, der gerne forscht. Wer war das denn? Wahrscheinlich können wir sowieso erstmal hier, was können wir denn forschen? Wir haben 10. Dann gucken wir mal gerade. Bauen. Ich würde gerne... Wo ist denn die Schule? Ah, hier, Moment, hier geht's ja noch weiter. So war das. Schule. Anforderung zweimal bauen. Bauen. Dafür brauchen wir 100 Forschungspunkte. Und die Forschungspunkte bekommt man, indem die Sims da drin... Sims, Entschuldigung, zum 4 SimCity gespielt. Indem die Siedler darin forschen. Wir gucken mal, wie so die Verteilung ist. Einer baut Holz ab. Da bauen wir das Essen an. Es wurden in den letzten Monaten sehr viele Schiffe gebaut, sodass die Werften ihre Holzvorräte aufgebracht haben. Der Preis und Holz ist durch die Decke gegangen. Lass uns so viel Holz wie möglich verkaufen. Ja, jetzt geht es mit dem nächsten Kram schon wieder weiter. Ich muss erstmal mal gucken. So, wir haben gerade so genug Nahrung. Wir haben 28 Holz. Dann verkaufe ich jetzt einfach mal die 28 Holz. Ah, da kriegen wir auch nur 3 Kronen für. So. Fertig. Und dann können wir uns nämlich jetzt die... Oh, wir könnten uns sowieso schon die, Kanonen holen. Wir haben auch 300 Kronen. Damit können wir uns jetzt auch noch eine Arbeiterin holen. Oder was haben wir? Schiffsverbesserter Webstuhl.
starkes Licht, Schneidwerkzeuge, große Uhr. Oh, ich glaube, die große Uhr brauchen wir auch für die Schule. Also ich hole jetzt erstmal nur die Kanone. Und dann schauen wir mal. Wir haben jetzt schon 19 Forschungspunkte. Und dann schauen wir nochmal, was wir alles für die Schule brauchen. Ah, okay, dafür brauchen wir nicht die Uhr. Wofür brauchen wir die Uhr denn? Ich guck gerade mal, hier unten steht das dann. Kanonen brauchen wir für die Festung. Dafür brauchen wir so einen Tomahawk. Den Webstuhl. Die Schmiedewerkzeuge. Ja, ich habe doch die Befürchtung, dass wir die große Uhr für die Schule brauchen. Ah, Manuela hat auch gleich Hunger. Und Jenny hat auch Hunger. Oh. Hunger. Hunger ist hier. Oh. So. Ja gut, dann unterhaltet euch erstmal. Ich weiß, wenn du jetzt erstmal isst. So. Einer, zwei arbeiten noch bei der Eisenmine. Sandra mag arbeiten im Metallwarenladen. Sandra hilft jetzt bei der Forschung. Dann haben wir nur noch einen, der hier arbeitet. Und niemand arbeitet mit Windsteinen, das ist auch nicht gut. So. Zwei arbeiten hier. Könntest auch hier gucken, was die machen. Wir haben 8 Kolonisten. 7 macht Felder bewässern, Holz fällen, Nägel, kochen, forschen, hungrig sein. Forscht. Patrick, der war das dann, der noch da oben abbaut. Ja, Arbeit in der Schmiede brauchen wir gerade eigentlich nicht. Nee, ich weiß sowieso nicht, was wir für die nächste, fürs nächste Gebäude gerade brauchen. Das heißt, wir, schicken sie jetzt einfach mal zum Forschen. Oder Moment, ich guck mal, wie viele Steine wir haben. Oh. Keine. Dann bau doch bitte... Ah, das magst du nicht. Okay, dann. Forschen, der Patrick baut Steine ab. Oder Jenny, baut weiter Erz ab. So. Dann haben wir wenigstens, ich meine, zwei, die forschen, oder? Waren doch zwei. Genau, zwei. Desto mehr man dazu forschen einteilt, desto schneller geht das. So. Ach, das Schiff ist auch wieder da. Ich hole mir jetzt mal ein paar neue Kolonisten dazu. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Wieso habe ich denn 32 mal Holz? Habe ich das nicht gerade verkauft? So. Okay, dann kriegen wir zwei neue Kolonisten dazu. Oh, wobei. Wir haben gar kein Haus mehr, oder? Wir sind 8 von 8, ja. Wir müssen erst ein neues Haus bauen. Moment. Mittelgroßes Haus. Anforderung bauen Level 1. Ja, das verforschen wir jetzt sowieso. Ja, für Natur will ich jetzt aber gerade nicht erforschen. Wahrscheinlich brauchen wir Natur fürs Krankenhaus. Ich guck mal. Ja, Natur brauchen wir fürs Krankenhaus. Ja gut, dann erforschen wir jetzt erstmal das Krankenhaus. Da, du willst es sowieso, dass wir das erforschen. So. Haben die das jetzt schon erforscht? Kann ich das jetzt schon bauen? Oh ja. Okay, also es geht darum, dass ich diese Punkte sammle. Und jetzt wird das Krankenhaus gebaut. So, ja. Was war's? Nägel und Steine und Holz. Haben wir sowieso gerade keine. Das heißt, ich kann ruhig erstmal weiter forschen, die gute Baumeisterin. Oder quatschen. Bevor wir da weitermachen. Und die nächsten Punkte werden wir dann auf jeden Fall für das andere anwenden.
So. Ich glaube, wenn wir jetzt die Natur forschen, können wir hier Zuckerrohr abbauen und dann können wir hier in den nächsten Bereich gehen. Ach, die Sonne kommt raus, ist das schön, aber ich sehe kaum noch was. Na egal, ich kneife jetzt ein bisschen die Augen. Bisschen dark, Moment. Ah, stark. Oh. Okay, schon besser. Oh. Es ist noch so kalt draußen, das ist nicht schön. Hallo. Ja, die beiden haben leider nichts zu tun. Hatte ich nicht die Kanonen schon geholt? Wahrscheinlich habe ich auf Abbrechen gedrückt, deswegen habe ich die Kanonen noch gar nicht. Ah, nee, nee, Moment. Die brauchen wir ja jetzt zum Bauen. So. Okay. Ja, die beiden stehen da jetzt rum. Die machen sowieso nichts, bevor nicht das mittelgroße Haus da ist. So. Die beiden Damen forschen. Gucken wir mal, was jetzt denn den Ressourcen hier aussieht. 4 Steine und 3 Holz. Wir brauchen dafür 12 Holz und 6 Steine. Also noch ein bisschen. Und forschen tun so ganz tüchtig. Hier, komm, forsch mal ein bisschen. Nein, ich habe keine Arbeit, deswegen forsch ich nicht. Kein Haus. So. Ja, wir müssen die Eisenvorräte ja wieder auffüllen. 9 Eisen haben wir. 4 Holz. Aber vielleicht schicke ich die dann doch dem Dings zu teilen. Die, wer ist das denn? Genau. Jenny. Komm, bau mal ein bisschen Holz ab. Dass wir den. Wer war noch da am Holz abbauen? Den Michael ein bisschen unterstützen beim Holzabbau. So. Das war die Jenny, ja, genau. So. Huch. Ah, okay. Holz ist jetzt kein Exportschlager mehr, aber dafür gab es ja eh nicht viel. So. Jetzt dürften wir eigentlich schon ganz gut wieder Ressource haben. 6 und 5. Ja, dann lassen wir die Manuela doch jetzt mal weiterbauen. Wow, diese Kanonen sind riesig, zu groß für unser Schiff. Ich muss nach einem anderen Ort für sie suchen. Hey, 50 Kronen haben wir bekommen. Super. Ein Krankenhaus. Ja, wenn die Sims sich Entschuldigung, ich habe zu viel Sims City gespielt. Wenn die Siedler sich verletzen, dann können die ins Krankenhaus gehen und sich heilen lassen. Manche ist, glaube ich, gleich durchgezogen. Das ist einfach angenehmer beim Let's Playen was zu trinken. Und ich weiß nicht, was der PC hat, aber er fängt schon wieder an zu spacken wegen der Festplatte. Hat er gestern im Stream auch. Also das wird echt zum Problem bald. Vielleicht müssen wir dann die Spiele auf der anderen Festplatte installieren. Oder noch eine Festplatte kaufen und einbauen. Yay, Geld ausgeben. So, bisher hat es immer funktioniert, auf der gleichen, wie das Spiel lief, auch aufzunehmen. Irgendwie seit neuestem mag der das nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was das für ein komisches Zeichen ist bei das gelobte Land. Keine Ahnung, kann man gar nicht erkennen. Das komische Icon, was da für das Spiel steht. So. Das Krankenhaus nimmt Form an. Sieht auf jeden Fall schon mal wie ein Krankenhaus aus. Schön weiß. Fabriken in der Hauptstadt brauchen mehr Eisen, als sie hatten. Lass uns das Eisen schmieden, solange es noch heiß ist. Ja, wie viel gibt es denn fürs Eisen?
5 wieder nur. Steht hier eigentlich dabei, wofür wir die große Uhr brauchen? Nee. Ich wette, wir brauchen die große Uhr für die Schule. Gut, ich verkaufe jetzt einfach mal das Eisen. Das Schiff ist weg. Ja. Sollte es ja auch sein. So. Haben wir jetzt eigentlich die Rohstoffe alle zusammen? Ah, noch ein Holz. Ich weiß, was wir mit unseren Kanonen tun können. Wir können eine Festung bauen, um uns vor Piratenangriffen zu schützen. Unser Schiff ist mächtig, aber unsere Kolonie ist wertlos. Wertlos, nicht wertlos. So. Okay, das Krankenhaus ist fertig. Gut, wir können nun unseren Arbeitern die medizinische Hilfe zukommen lassen, die sie brauchen. Danke daran, einen Vorrat an Heilkräutern zu sammeln. Sammel 5 Heilkräuter und bekomme 100 Kronen.